Hol dir dein Coke für die heißeste Phase der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Wer hätte das gedacht? Mexiko hat es tatsächlich geschafft. Punkte Maximum nach 2 Spielen. 6 Punkte, 2-1 gegen Südkorea. Und wir haben bereits 10 Treffer an diesem WM-Tag erlebt. Max, wird es dir gefallen? Ja, es war ein schönes Spiel, interessantes Spiel. Auch aus taktischer Sicht interessant? Kann ich nicht so gut beurteilen, aber ich habe ja vorher gesagt, Mexiko wird gewinnen und sie haben gewonnen. Das ist ganz wichtig. Passt. Na gut, dass wir dich da haben. Ja, ich bin ja der Experte, auch mein Tipp ist ja wieder aufgegangen. 2-1, zum zweiten Mal bist du mit einem 2-1-Tipp erfolgreich. Ja, auch diesen richtigen Tipp nehme ich mit Demut an. Ja. Was schaust du auf meine Sponsoren? Ja, die werden sich freuen. Die werden sich freuen, dass die Kompetenz, weil deswegen haben sie mich ja verpflichtet, um die Kompetenz nach außen zu tragen. Und ja, also Gratulation an Mexiko, 6 Punkte, Achtelfinale fix. Naja, und jetzt wird es für die Deutschen wirklich heiß. Ja, stimmt. Also den Deutschen hat das alles andere als in die Karten gespielt, dieses Resultat. Für die Deutschen wird es in der Tabelle jetzt eng. Die müssen gegen Schweden jetzt wirklich gewinnen, kann man sagen. Also unentschieden ist zwar rechnerisch auch noch möglich, aber so wollen wir nicht rechnen. Nein, und das wäre auch der Deutschen unwürdig. Ja, so ungefähr, ja. Na, es muss ein Sieg her für die deutsche Nationalmannschaft. Alles andere wäre Larifari. Was machen wir mit unserem Orakel, Max? Das hat erst wieder versagt. Ja, das Orakel hat versagt. Muss es raus jetzt? Oder Nein, ich würde es trotzdem. Es ist ja sehr schön. Das Orakel muss ja nicht immer richtig sein. Dieser Tintenfisch hat ja auch nicht immer alles richtig gesagt, oder? Der lebt aber auch nicht mehr, glaube ich. Okay. Na, ich zerstöre das nicht. Wenn du das zerstören möchtest, bitte. Nein, man könnte es ja nur in die Requisite stellen wieder. Aha, dann musst du wieder was Neues machen. Dann können wir die Cola-Dosen als Orakel nehmen. Dass wir da unten was drauf. Dass wir da unten was bringen. Das ist aber schwierig, das sind Sponsor, wenn das Orakel dann nicht recht hat. Ja, das musst du ausmachen. Okay. Du bist ja quasi... Ja, vielleicht beratschlagen wir das nachher dann hinter den Kulissen. Aber wie gesagt, das zweite Spiel des Tages hat uns wieder viel Tore gebracht. 10 Stück heute schon, da können wir echt zufrieden sein. Ja. Bei Deutschland, Schweden glaube ich nicht, dass so viele Tore fallen. Kann man nicht sagen. Ich habe getippt 3-1. Ich glaube schon, dass die Deutschen heute Gas geben werden. 3-1, 3-0, da schwanke ich. Ich bleibe jetzt beim 3-1. Aber ja, wie gesagt, die Deutschen werden auf jeden Fall Gas geben. Was mich freut für Chicharito, dass er getroffen hat. 50. Tor im Länder. 50. Tor, ja. Da war der auch lange in Leverkusen gespielt. Oder nicht lange, glaube ich, 1 oder 2 Saisonen. Ist dort nicht richtig angekommen und ist dann für 17,5 auf die Insel gewechselt. Zu Marco Arnautovic, West Ham United. Und hat heute brav gespielt, hat viel nach vorn gearbeitet. Hat mir sehr gut gefallen. Das Tor war vor allem sehr schön. Da hat man gesehen, wie wahnsinnig flink dieser Kerl ist. Ja. Also ganz schnelle Kombination Spinning mit beiden alles. Beinen und den Ball reingemacht. Ja. Also ja, brav die Mexikaner. Also wenn sie das Niveau halten, dann ist da sicherlich noch mehr drinnen. Hee-Chan Wang hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Wie oft, das kennt man von Red Bull Salzburg, ist manchmal zu schnell für seine Beine und für den Ball. Also ein paar Aktionen waren überhastet, aber er ist wieder zu vielen Chancen gekommen. Leider für ihn die WM quasi vorbei. Ist vorbei, ja. Ganz lustig fand ich auch bei der Auswechslung, hat auch einer salutiert. Ja, komisch, was die mit dem Salutieren haben. Er hat nicht und nicht auf. Wahrscheinlich während des Spiels habe ich ihn auch einmal gesehen. Ich glaube, die stehen auch so unter der Dusche gerade. Ja, vor dem Corner. Ja, komisch. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, vielleicht aufmerksame User könnten uns ja mitteilen, wenn sie wissen, warum die salutieren. Warum salutiert Südkorea ständig? Ja. Keine Ahnung. Schauen wir, ob die Schweden salutieren werden. Schauen wir, ob die Deutschen salutieren. Ja, die Schweden. Die Schweden. Legendär. Ja. Hans Huber, ja. Der hatte damals eine Rückkoppelung im Ohr und hat das ganz langsam alles ausgesprochen. Ja. Wir haben es uns vorher ganz kurz auf YouTube angesehen. Das war sehr witzig. Sehr lustig. Wenn ich das anschauen wollte, auf YouTube, da kann man sich das anschauen. Hans Huber, die Schweden, dann kommt es eh gleich. Ja, sensationell. War eigentlich unser WM-Highlight heute. Ja, muss man sagen. Schauen wir mal, wie das Spiel jetzt noch rausgeht. Und das Chicharito-Tor hat uns auch sehr gefallen. War auch sehr schön. Ja. Max, ich sag danke. Nein, du sagst nicht danke. Also die Kommentatorenbewertung ist jedes Mal. Er sagt ja immer zu mir, ich soll die Kommentatoren bewerten. Ja, sagt immer zu mir. Aber du machst das ja absichtlich. Ne? Du lässt mich immer rein. Nein, das stimmt nicht. Bis ich verabschiede und dann sagst du, die Kommentatoren haben also, lange Rede, kurzer Sinn. Didi Wolf hat sehr stark gestartet ins Turnier, ist sehr stark ins Turnier gestartet. Mit einer 2+, dann ist eine 2-. Und heute haben wir beide gesagt, war es nur mehr eine 3. Ja,
3. Er hat sich ausgeruht auf seinen Lorbeeren. Ja, ich glaube, es war eine glatte 3 heute, die dir nicht böse sein, aber da war schon weniger Mut zur Pause. Besonders missfallen hat uns der Wok-Schmied. Der Wok-Schmied, da war ein Wok-Schmied, die Südkoreaner wurden heute so quasi im Wok gekocht. Das ist natürlich, da sind wir vom Didi nicht gewohnt. Nein, das geht viel besser. Und Max, du hast uns ja versprochen, du hast ja die Leute auf YouTube neugierig gemacht. Ja. Ich setze jetzt noch eins drauf, sie brauchen gar nicht auf YouTube schauen, sie können es auch bei uns sehen. Was? Das ist Schweden? Die Schweden. Schauen wir uns das einmal an vielleicht. Nicht unser Kommentator Hans Huber. Ja, natürlich sind wir einigermaßen optimistisch bei diesem Spiel. Aber man darf nicht vergessen, die Schweden sind ein ganz harter Brocken. Denn sie haben bisher bei jeder Weltmeisterschaftsqualifikation, in der wir auf die Schweden getroffen sind, haben die Schweden die Oberhand behalten und haben die Österreicher besiegt. Und sie sind die Dritten der letzten Weltmeisterschaft 1994 in den USA. Unglaubliche Szenen. Der Hans Huber, ein wirklich lieber Kollege, ja, der Nettesten, wird auch einmal an deiner Stelle hier Platz nehmen und mit uns die Spiele analysieren. Ein Schwedenspiel? Am besten ein Schwedenspiel, hoffentlich sind die dann noch dabei. Ja, aber super. Das Kuriose ist ja, der hatte eine Rückkopplung im Ohr. Ja. Deswegen hat er sich selber 1,5 Sekunden später immer noch einmal gehört. Und scheinbar ist das dann so schwierig, dass man herrlich. Lachen ist gesund. Lachen ist gesund. Herrlich. Na gut, also wenn man, die erste Partie war heute relativ mürbe, haben wir gesagt, gell? Wieso? Das war doch Belgien. Ja, da waren wir nicht so zufrieden. Da haben wir gesagt, mit der ersten Hälfte waren wir gar nicht zufrieden. Das waren 5-7 Tore. Also nein, die zweite Hälfte war dann sehr, sehr aufregend. Die erste waren wir nicht zufrieden. Ja, okay. Und für sowas muss man sich in Zukunft die Schweden zu Rande nehmen. Ja, genau. Gut, Max, möchtest du auch abmoderieren? Ich moderiere gerne ab. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns wieder zum Topspiel des heutigen Abends, nämlich... Wann? Bitte? Wann sehen wir uns da wieder? Um 20 Uhr. Ja, möchtest du moderieren oder soll ich moderieren? Du kannst sagen, sagen, wann die Leute wieder reinkommen. Kannst du jetzt sagen, ich soll es auch moderieren und dann redest du dazwischen. Dann machst du, bitte. Also um 19.35 Uhr können Sie uns beide hier wiedersehen, wenn Sie dazu Lust haben. Bis dahin viel Spaß und bis später. Ja, auf Wiedersehen. Später. Ja, das ist ja toll, wirklich. Wirklich, das ist ja eine Frechheit eigentlich. Ne? Ich meine, du sagst da...